An idea of how hot it really gets. Ja, ich bin letzte Nacht mit dem Gedanken ins Bett gegangen, ne, da eine Heizung draus zu basteln. dafür reicht die Leistung von Bedini dann doch noch nicht aus. Ne? Also müssen wir dann schon noch ein bisschen größer basteln. Ja, aber als Bremse kann man das wunderbar benutzen. Ja, Wirbelstrombremse. Ein bisschen warm wird es natürlich auch noch dabei. Aber so, dass man jetzt damit heizen kann, naja, vielleicht noch ein bisschen Gedanken drüber machen. Na schau. Aber halt, Moment, wir wollten noch die Drehzahl mitmessen, ne? Das ist Versorgungsspannung. Ach. Ja, wie kann ich da jetzt die Drehzahl messen irgendwie festmachen? Ne? Mal schauen, ob es jetzt besser geht. Ja, der läuft schon völlig wunderbar an. Drehzahl kann ich euch dann jetzt leider doch nicht präsentieren, der haut immer vorher ab, aber was ich euch schon mal zeigen kann, ist dieses da. Ihr wollt eine Bremsen. Aha, einfach also. Nochmal. Geht wieder los. Ich habe keine Ahnung, ob das so 24 oder 12 Volt Luft ist. Ich habe hier 24, 25 Volt Kondensation. Okay, komm her, überständigen. Was? Und der geht übelst ab? Das ist ja krass. So, habt ihr das gemerkt? Wir gehen hier in der Last rein. Und der legt übelst zu. Was ist denn hier los? Ah, man kann wieder was zum Ausexperimentieren. Hohoho, ho, ho, ho. Wieder Daumen auf. Mal aufhören hier.